sogar auch die beste Angriffsvariante, die wir so in Europa momentan haben. Zumindest wenn Chelbe ein Dauerbrenner der TTBL. Wir lieben es alle, wenn er spielt, weil wir schauen, was der Fuß sagt. Also wir sehen es jetzt hier auch schon in den ersten 5 Bällen. Das ist kein Zufall. Anton hat diesen großen Vorteil, wenn der Abwehrer eben nicht mit seiner Materialseite oder dem Unterschnitt allgemein mit der Vorhand arbeiten kann, dass Anton dann sehr gut erkennen kann, okay, das macht es dann sehr, sehr schwer für einen Abwehrer. Das heißt, ja, Tempo ist halt Wahnsinn. Das wird schwer. Schweden schon an. 6 Satzbälle. Und nahezu fehlerfrei spielt Jack Carlson heute noch nicht gesehen. Der sollte erst zu Hause bleiben. Was möglich ist. Ja, das meinte ich. Klingt jetzt so leicht von mir, nicht wahr? Aber hier, Tempo-Härte, Tempo-Übernahme, Tempo-Champions League. Boah, den dann nochmal früher zu nehmen, dann bekommst du nicht die Möglichkeit. Dann wird Chelbeck noch schneller, noch früher. Wunderschöne Abwehr. Es gibt keine besseren Abwehrspieler. Und ja, ich weiß, ich schau. Letztes Jahr Asia- bzw. China-Meister als Abwehrer. Ober- oder Unterschnitt zu überraschen, aber grundsätzlich erstmal über Mitte, um ins Spiel reinzukommen. Also, 4 Satzbälle in Satz 2. Und mit einem ganz klassischen Mitte, lang und dritter Satz. Relativ schnell mit der Offensive ins Werk gehen. So, sehr offensiv. Dann eigentlich offensiv mit der Rückhand weiterspielen. Oh,
Einfluss, jetzt noch nicht mal aufgrund seiner Gesundheit, sondern vom Spielsystem nicht berücksichtigt war zu Beginn eigentlich für den Masterplan von Fulda gegen Borussia Düsseldorf. Nach diesem furiosen Anfang.